Medienberichten zufolge soll der 83-jährige Charles Manson mit ernsthaften Gesundheitsproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein. Angeblich habe sich sein Zustand zunehmend verschlechtert. Manson habe sich unter starker Bewachung mehreren Behandlungen unterziehen müssen. Der Mann hatte Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre insgesamt 7 Morde in Auftrag gegeben. Er wurde zu Tode verurteilt. Doch nach der Abschaffung der Todesstrafe in Kalifornien wurde seine Strafe in eine lebenslange Haft umgewandelt. Mittlerweile sitzt Manson seit mehr als 40 Jahren im Gefängnis.